Ja, liebe Freunde, hallöchen zu einer neuen Folge Finding Paradise mit eurem lieben Metzel. In der letzten Folge haben wir ja die letzte Landung von unserem guten Colin hier miterlebt. Yeah. So, dann wollen wir mal gucken. So, was sagt denn die Familie dazu? Nicht viel, anscheinend. So. Ach genau, das war ja mein Mentor, das konnte ich schon aktivieren. Was geht? Alter. Ich war gerade dabei, hier loszulegen. Jetzt bin ich wieder in seiner Kindheit, oder was? Ach du Scheiße. Spring ich jetzt alles von A nach B? Wie haben wir die Kindheitserinnerungen schon wieder komplett übersprungen? Und dieses Mal ist das Momento noch nicht mal das Buch. Ist irgendwas mit der Maschine kaputt, Neil? Hä? Liegt denn da eine Maschine? Zumindest glaube ich das. Na gut. Ich denke mal, zumindest wissen wir nun, dass wir zurück können, ne? Lass uns einfach nur hoffen, dass das nicht mit der Ausführung unseres Jobs irgendwie in Zwietracht kommt. Ah, relax. Das packen wir schon. Chill. Ja, ja, gut. Schau mal. Na, du Knips. Ist da überhaupt irgendwas übrig, Miss Miller? Nope. Und tschüss. Das ist dein Instrument. Komm damit klar. Super. Von wegen, ich habe es geliebt, als Kind Cello zu spielen. Lügner, Lügner, Hosen brennen. Ja, ja. Einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mann, du gehörst echt in den Kindergarten zurück. Marc war von dem kindischen Getue nebenher Eva. Mal ganz nebenbei gesagt. Der ganze Ort hier gibt mir das Gefühl, ich wäre in einem Low-Budget-Film aus Frankreich. Und was genau lässt sich das fühlen? Ah, keine Ahnung. Ist auch so ein Gefühl. Das hatte im Urin. Es riecht mit französischer Musik. Geil. Ach, wie schön. Französische Low-Budget-Filme. Also ich kenne eigentlich immer nur die Bollywood-Filme. Dann schauen wir mal. Die Schule kommt mir bekannt vor. Nicht drängeln! Ich will die Violine. Sie ist leicht zu tragen. Ich stoppe in die Flöte. Dann bin ich gut im Blasen. Die passt mein Druck. Sagt, Entschuldigung. Entschuldigung, dann konnte ich mir sehr verkneifen. Oh, der arme Colin. Genau. Facepalm. Geil. Der arme Colin kam nicht voran. Was macht er da? Er zählt Dreck, schätze ich mal. Ah, drei Erinnerungssplitter, okay. Siehst du das? Tut er das Ding tragen oder trägt das Ding ihn? Das sieht einfach aus wie eine schwebende Box von hinten. Sehr charakteristisch, dass hier in den Spinden Bäume wachsen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das sind keine exakten Kopien des aktuellen Settings. Ja, seine Erinnerung hat ganz schön... Hat das ganze Kreativ ein bisschen zusammengemixt. Aber sehr schön. Ist die Maschine nicht mit öffentlichen Daten, mit öffentlichen Datenstabilisator gefüllt, um sowas zu verhindern? Ja, aber vielleicht ist es kaputt? Vielleicht? Du bist ja der Technik-Spezialist. Ja, ich muss mal später nachgucken. Ach ja. Ja, okay. Okay, das hatten wir schon. Ach du Heiland.
Ah, jetzt geht's gerade nach draußen, okay. Er sitzt da auf der Couch, auf der Wippe. Aber nicht mit seinem tollen Cello. Wow, das ist merkwürdig anzusehen. Keiner will mit ihm wippen. Eva, warum bekommen wir immer die Loser als Klienten? Vielleicht, weil du hier bist, du Trottel. Ach, das ist ein nettes Kompliment unter dem gaußschen Magnetismus-Gesetz. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Aber, aha, warte mal, jetzt habe ich hier drei Erinnerungsstücke. Jetzt kann ich eigentlich... Genau, jetzt kann ich zurückgehen. Den langen, langen Weg zurück. Und kann in die andere Tür rein. Dann. Wenn diese Franzmann-Musik nicht wäre. Gehen wir mal rein hier. Träumt er gerade von seinem Cello? Colin? Ja, ich träume von meinem Cello. Katze! Colin! Ja, Entschuldigung. Die Antwort ist C. Was? Ich frag dich nochmal. Was ist der Kreis dieses... Was ist der Radius dieses Kreises? Trotzdem C. Was hast du denn heute deinen Kopf, Colin? Los, geh auf den Flur. Ah, diese Flurstrafen. So, warte mal. Ah, die Uhr ist Memento. Das könnte unser Ticket hier raus sein. Gut. Ich denke mal, wir könnten es erreichen, wenn wir nur... Ah, ich pack das schon. Pass auf, ich finde einen Weg. Der macht mir ein bisschen Angst. Raus in den Flur, ja. Let me find a way to get out here. Also, lass mich einen Weg finden, hier rauszukommen. Was hat er schon wieder vor, der Neil? Ich bin verwirrt. Der hackt doch irgendwas aus. Kann ich irgendwie die Zimmerpflanzen nehmen? Nee. Hier ist auch alles. Okay, jetzt pass auf. Ist das ein Zauberstab? Warte mal, du hast die Interaktion nicht. Mobilabus, Lehrerpult. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und runter. Neil. Habt ihr das gerade gesehen? Nein. Ey, Mann. Reset. Okay, als erstes mal. Verhindere erstmal die Interaktion, bevor du so etwas abziehst. Und zweitens, so geht der Zauber noch nicht mal. Natürlich geht er. Hast du das Ding nicht fliegen gesehen? Sie haben es auf jeden Fall. Du Dorftrottel. Ach, wie schön. Ja. Was? Ah, nichts. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur das Gefühl, dass du wieder dummes Zeug sagen wirst. Eva. Weißt du eigentlich, wie anstrengend es ist, ein Kamehameha und ein Hadouken gleichzeitig freizulassen? Ich meine, ich weiß, ich bin ein Profi, aber selbst ich brauche etwas für einen Schlaf. Geil. Ich liebe es. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt? Ach, die Uhr hat mehr. Okay. Am besten so. Sind die schon mal weg? Ja, wie komme ich jetzt an den letzten dran? Das ist die Frage. Ah, das heißt so. Nee. Doch, so. Haha.
verschieben, verschieben, verschieben. Und weg ist er. Was? 3 Uhr schon? Und ich hocke immer noch in der Schule. Also, ja, nee, raus hier. Ja, aktivieren. Und tschüss. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Anzeige bitte. Anzeige? Sind wir wieder zurück im alten Zeitalter? Hallo? Ah, da. Ja, tatsächlich. Nun. Ah, jetzt kommt die Anzeige. Ah, tatsächlich. Und da haben sie es. Das perfekte Ruhestandsapartment. Okay, das wäre gerade mal ein bisschen creepy. Yep, sind wir. Okay. Ich denke mal, ich hab's rausgefunden. Hm? Ich meine, wir springen einfach nicht nur vor und zurück, so zufällig, richtig? Es gibt da ein bestimmtes Muster. Bei allen anderen Patienten haben wir vom nächsten Punkt an begonnen und sind langsam nach hinten gegangen. Und in diesem Fall hat es so begonnen. Die ersten paar Erinnerungen in der alten Zeit. In den ersten paar Erinnerungen der alten Zeit war alles ganz normal. Aber dann sind wir irgendwie fortkatapultiert worden. Ganz weit zurück zu der allerfrühesten oder beziehungsweise allerspätesten ältesten zurückgreifbaren Erinnerung. Also haben wir das geklärt und sind wieder zurückgesprungen. Wieder in die älteren Zeiten, da wo wir weggegangen sind. Dann sind wir wieder in die frühen Zeiten zurück. Dann sind wir wieder vorwärts gewandert. Und jetzt sind wir wieder zurück in den alten Zeiten. Diese Sprünge sind keine zufällige Reihenfolge. Und sie formen auch nicht irgendein Muster. Das ist das Muster eines sich schließenden Orbits. Eines kleiner werdenden Orbits. Es ist fast so, als würden wir in ihn hineingezogen werden. Immer kreisförmig ins Zentrum der Anziehung. Ein gravitativer Mittelpunkt? Also ein Gravitationsschwerpunkt, Mittelpunkt. Mal abgesehen von der ganzen physischen Komponente, was glaubst du, tut das Ganze verursachen? Ein ach so tiefes, melodramatisches Event von Angst, das ihn traumatisiert hat. Unseren ganz lieben Gentleman. Keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendeine Erinnerung, aber vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Was anderes? Was könnte es denn sonst sein, außer einer Erinnerung? Wie ich schon sagte, ich weiß es nicht. Mysteriös? Es ist nur so... Wir haben schon ziemlich viele Patienten gesehen. Und es gab noch niemals eine Erinnerung, die das hier verursacht hat. Okay. Ich denke mal zumindest, das hier ist keine Routine mehr. Wir werden sehen. Das ist interessant. Das ist schwer interessant. Also ich fand schon den Plot-Twist im ersten Teil mit der blockierten Erinnerung geil. Aber jetzt ist hier das normale Muster, dass die wirklich von alt bis jung gehen, ist jetzt weg. Jetzt springen die also von A nach B. Okay. Ein Schlafzimmer mit Balkon. Und es gibt sogar einen Abstellraum für Lebensmittel. Wie oft findest du schon Abstellräume in Apartments, ha? Mal ganz abgesehen davon, von der Sicht auf den See. Ich dachte immer, der See wäre auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, aber diese Wohneinheit hier ist genau in der Kante. Also können Sie es sehen, wenn Sie einen Spiegel auf dem Balkon benutzen. Ernsthaft.
Hier, haben Sie die Broschüre. Mhm. Kann ich hochgehen? Ja, kann ich tatsächlich. Ein Dach. Okay, ich glaube, ich habe keinen Abstellraum. Und ein Dachgeschoss. Eine zweite Etage in einem Apartment. Ist das nicht unglaublich? Ich glaube, dieser Flur wäre sonst reserviert für Wärme- und Versorgungseinheiten für das Gebäude. Wenn etwas in dem Gebäude explodiert, denke ich mal, wird es ziemlich nah hier oben sein. Okay. Okay. Ich versuche, ängstlich zu wirken mit diesem Erinnerungssprung-Ding. Aber das hier hilft echt gar nicht. Auf der anderen Seite ist es ganz schön verdächtig, dass sie diesen einen Raum hier nur gelassen haben. Ja, irgendwie schon. Dem kann ich nichts hinzufügen. So, das haben wir. Dann gucken wir mal in die Küche. Faszinierenderweise stehen hier Umzugskisten rum. Und das hier ist die Küche! Nein! Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Wand richten würden, werden Sie feststellen... dass es nicht mal einen Brandunfall gab. Natürlich, wenn es einen gegeben hätte, wäre der ganze Laden hier runtergebrannt. Wo es ja ein Apartment ist und so weiter, ne? Ich meine, natürlich wird das nicht passieren, denn ihr seht ja aus wie sehr vorsichtige Leute. Richtig? Ich denke mal, was ich sagen möchte ist, Brandsicherheit, Brandschutz ist sehr wichtig. Ja, ist es. Der Kerl macht mir irgendwie Angst. Also das ist der schlechteste Makler, den ich jemals getroffen habe. Und ich habe Sex in the City gesehen. Also die Serie, nicht den Film. Also leg die Broschüre. Ich wette, dir ist das Momento. Nee. Oh. Ah, nee, das würde keinen Sinn machen, wenn das wirklich für die Vergangenheit, jetzt für die Kindheit dann wäre. Wo sollte denn in der Kindheit die Broschüre haben? Sie haben gesagt, Sie sind Musiker, richtig? Dieser Raum ist perfekt geeignet für Ihre Aufführungen. Es ist wenig Raum für Zuschauer. Also denke ich mal eher, dass sie wohl alleine spielen werden. Was sehr schade ist. Aber ich schweife ab. Das ist echt ein total miserabler Makler. Man kann es nicht beschönigen. Und schauen wir auf den Balkon. Da gibt es die letzte noch. Und wie Sie sehen könnten, das hier ist der Grund, warum es Lakeside Residence heißt. Ja, weil wir aufs andere Gebäude gucken. Ich meine, Sie können nicht wirklich sehen, weil der See hinter uns auf der anderen Seite ist. Wenn Sie aber Ihren Kopf weiter nach außen strecken, über den Balkon hinweg, zu Ihrer Linken, können Sie vielleicht ein bisschen von ihm sehen. Machen Sie es aber lieber nicht, Sie würden runterfallen. Okay, gehen wir weiter. Oh, ne Scheiß, diese Niete. Dieser riesige Niete. Ich brauche ein Momentum. Not helping. Papierflieger. Aber erstmal hier. Also, was denken Sie? Nun, es ist nett und ruhig. Mir gefällt's. Mir auch, aber... Mir hätte es doch besser gefallen, wenn Sie einfach mal die Klappe gehalten hätten, Fred. Ja, das hat wirklich überhaupt nicht geholfen. Wenn Sie nicht der Freund meines Cousins... Wenn Sie nicht der Bruder des Freundes meines Cousins wären, wären wir schon längst gegangen. Oder eher rausgelaufen. Es tut mir leid. Ich bin nicht sehr gut im Verkaufen. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt direkt bin, aber werden Sie es nehmen? Hm.
Es ist Gebühren, es ist maklerfrei. Aber ich habe halt versprochen, dass ich. Halt einfach die Klappe. Wir nehmen es. Achso, mir hat er noch. Mir ist gerade aufgefallen, dass mir das eine noch gefehlt hat.